Hallo Leute, willkommen zurück hier in GTA. Mit dem Auto bin ich hier. Hallo? Alter? What the fuck? Hallo? Was? Ich speichere einfach. Okay, neuer Tag, neues Glück. Alter, wer... Was zum... Warum... Okay, Mann, alles cool hier. Ich hau da mal ab, ne? So. Oh nein! Oh Mann! Nee! Zero, Zero... Zero? Nee, wir fahren zu dem anderen da, zu dem Tee am Arsch der Welt. Gefällt mir das mal besser. Ja Mann, ist von mir aus nicht nach der Reihenfolge, aber wir schaffen das schon. So, ich werde hier mal die Autobahn benutzen. Und zwar auf der richtigen Lane, ja. Ausnahmsweise mal, das ist ja nicht selbstverständlich hier. So. Es regnet schon wieder. Vielleicht sehen wir hier ein Auto, was wir noch nicht gesehen haben. Für unsere Autoliste. Das haben wir schon. Das haben wir jetzt. Das fahren wir glaube ich jetzt. Na, das ist ein bisschen was anderes. Egal. Darum kümmern wir uns nach der Mission, falls uns da noch Zeit bleibt. Ja, tschüss. Dein Fahrgast wird nicht sehr erfreut sein. Der will glaube ich sein Geld zurück und noch mehr. So. Na T-Bone, Mendes ist ja tot. Wie ist denn der Torero, Terro, irgendwas mit R und T. Torero, Terro. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ich vergessen. Toronto, oder? Ja, ich weiß nicht. Egal, schauen wir mal, was er will. In Interdiction. In 15 by the Fat Moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless... Of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them, but you do know all about that. Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand who you're kidding. Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. No. Come on, get out of here. Okay, alles klar. Fahr zu El Castillo del Diablo in der Wüste. Ah, jetzt geht's schon ab hier in der Wüste. Besser als Zero-Missionen. El Castillo del Diablo. Jo, ist schon wieder Spanisch. Aber ich glaube, was das heißt, müsst ihr alle wissen, jo. So, wie weit ist denn das weg? Jetzt fahren wir echt in den Canyon, in die Wüste. Und entdecken das hier mal ein bisschen. Mit San Fierro sind wir allerdings noch nicht fertig, da hätte ich zuerst die Zero-Missionen machen müssen, aber... Ja, der Name sagt schon Zero. Ne? So.
Okay, alles klar. Jo. Oh, so, was könnte ich hier reden? Ja, Buggy fahren. Achso, ja, wie heißen die überhaupt? Nur mal kurz zum Schauen. Biefi, na, das ist keiner, den wir brauchen. Schaffe ich es mit dem Buggy darauf? Na, ich glaube, ich schaffe es nicht so ganz darauf. Nee, war schon. Was zum Teufel rennt er im Radio? Flaming Scream Machine, man, auf jeden Fall holen, Leute. So, was los? Oh, ich nehme ja wieder ein paar Abkürzungen, um es spannend hier zu gestalten, ob es mich auf die Fresse haut oder nicht. Na, war nur ein Scherz. Was sind das? Ein riesiger Damm. Fahrerskills, ja. Wir hoffen eigentlich, also wenn es nach mir ginge, müssen die Skills schon komplett oben sein, ne? Also, weil mein Fahrerskill toppt niemand. So. Die Wüste, über die gibt es auch so einige Legenden, Mann, also da noch auf... Moment mal. Hört mal, wer da im Radio ist, ich glaube OG Log war da gerade. Na egal, fahren wir eine. Reno, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I've provided, get to that drop zone, and wait for that package. Schnapp dir den Raketenwerfer. Alles klar. Beschaff dir ein geeignetes Transportmittel und sieh zu, dass du den Berggipfel bekommst. Ich möchte nochmal schauen, wie heißt denn das? Das ist ein Sanchez. Oder? Brauchen wir Sanchez? Ah, jetzt steht es natürlich nicht da, aber ich glaube, ich hätte schwören können, Sanchez braucht man. Und wie schaut es mit dem aus? Ein Bandito, nein, das braucht man nicht. Aber ich glaube, Alter, ein Motorrad brauchen die auch, okay. Das können wir uns auf jeden Fall auf unserer Autoliste besorgen. Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer, Leute. Also jetzt erklären wir erst einmal den Berggipfel hier. Boah, Sonnenaufgang, glaube ich, ist hier unten. Oi, 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 oi. So. Und hier. Alles klar. Oh, da kommt unsere Lieferung. Ja man, ein Lautsprecher oben, ein Lautsprecher unten. Wir schrecken uns schon die ganze Zeit. Erinnert mich an die Logs, die dann im Dead Space kommen sind, nach der Rail Station waren. Ich kann nicht verstehen. So. Und wie schaut's mit dir aus? Ja. So, hier jetzt. Ja. So. Dich haben wir auch. Okay. Oh, eine AK-47, cool. So, da kommt jetzt einer. Ah, das war daneben. Das war auch daneben. So, der trifft. Na. Die weichen schon wieder aus hier. So, jetzt. Oh, ich sehe schon, was auf uns zukommt. Boy, Alter, wie schnell... Ah, das ist gar nicht mal so einfach, Leute. Man weiß nicht... Boah. Pass hier auf, mal. So. Okay, nächster ist kaputt und... Da, du fällst uns auch noch. So, den haben wir auch.
Ja, jetzt fliegst du weiter, ne? Aha. Boah, wie ich diesen Platz noch so hassen werde, Leute. Ja, ich sage jetzt mal nichts dazu. Hol dir die Schmugglerware. Okay, Leute, jetzt geht die Party ab mit einem Fallschirm. Ja, 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 Fallschirm. So, wo ist unser Fa... Oh. So, ich bin nochmal weg. So, na dann, nehmen wir mal ordentlich Anlauf hier. So, auf geht's, Leute. Bereit? Und los geht's. Und zeig mir. Oh, das war der falsche Ort. Auf der anderen Seite hätten wir runterhüpfen müssen. Nein! Oh, verdammt. Ich hab's gewusst, die Schatz hat komisch ausgeschaut. Ich hab gewusst, man muss auf die andere Seite springen, aber das wäre die falsche Richtung gewesen. Verdammte Scheiße, Mann. Ja, toll. Man hat nur einen Fallschirm, ne? Also, verkackt. Total verkackt, Leute. Oh, ihr kennt's mich hier schon. Ist immer so bei mir. Mann, ich wollte es jetzt so episch machen und dann kommt so eine Scheiße. Aber egal, ich verspreche euch. Irgendwann werden wir es in die andere Richtung machen und dann richtig. Ja, weil das ist ja nicht... ich glaube, da kommt man nochmal auf den Berg hoch. Ein oder zweimal. Oder fast hoch. So. Na egal, dann können wir uns vielleicht das Bike krallen, was man meiner Meinung nach auch abgeben muss. Ich glaube schon. Das Bike ist weg, danke. Dann schnappe ich mal die Bullenkarre, dass ich nicht alles zu Fuß hier gehen muss. So, wo ist denn die? Hä? Ist war denn... Da ist. Ich denke es mal eh. So. Was hast denn du für eine Mädchenstimme? Tja. So, na dann haben wir mal ab. Und... Jo. Passt. Fahren wir mal da zu diesem Flugplatz. Ich sehe ja direkt eigentlich um die Ecke. So. Ja, die sind eigentlich auch ganz schnell, muss ich sagen. Die gefallen mir auch zum Fahren. Oh mein Gott, du bist so weit weg. So, hier. Jetzt da noch runter. Oh, 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 oh. Na, holy shit. So, wenn die hinterher kommen. Tja. Ein Lautsprecher. Also da ich miss was auf uns zukommt. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. Liefere die Schmugglerware im Versteck ab. Okay, alles klar, Mann. Was gibt's denn hier so? Gar nichts. Cool. Na dann, auf geht's. Mit dem Ranger. Ranger? Nein, Camper war das, glaube ich. Und was war ein Camper? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das war der Hippie-Bus. Ich glaube, der ist Camper geheißen. Na gut, sehen wir dann eh noch. Aber auf jeden Fall irgendwas Fettes. War das? So. Aha, aha, aha. Boah, eine riesen Satellitenschüssel. So, also die Area 51, mehr. Ups, ich wollte nicht durch den Friedhof fahren. So. Ich habe noch immer noch zwei Sterne. Ja, ja, ist okay. Ich bin in der Garage, da kriegt sie mich nie. 1000! Wow, ist er großzügig! Auf die scheiße ich. So, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber für ein Auto bestimmt. Falls wir es da heute noch zurückschaffen, meinte ich. Sag mal. Holy shit. Ja, wir können ja auf dem Weg schauen. Dorthin, ob wir vielleicht...
Egal, fahren wir halt ein bisschen Boot. Ich glaube, übers Wasser könnten wir, ja, wenn wir da so durchfahren und darunter, dann ja, falls wir da durchkommen. Ja, ich will nicht tauchen. Alter, jetzt geht meine Maus nicht, deswegen. Jetzt geht sie noch immer nicht, jetzt geht's wieder. Aber immer diese Probleme hier. So, los geht's. Alter, wie kommen wir jetzt wirklich darunter? Da kommen wir doch nirgendwo hin. Hä, wo bin ich? Ich bin nicht einmal im Wasser. Okay, keine Panik, Kitsch, schaffst du schon. Alter, jetzt geht die Maus nicht. Jetzt geht die Maus noch immer nicht. Jetzt geht die Maus noch immer nicht. Jetzt geht die Maus noch. Komm schon. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ah, jetzt geht's wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sag's hier. So, schauen wir mal. Da geht's auf jeden Fall. Naja, ich bin mir nicht so sicher. Und Flugzeug fliegen können wir noch immer nicht, oder? Ah doch, wir können schon Flugzeug fliegen. So. Okay, wie geht die Steuerung dafür nochmal? Schauen wir mal. So, okay, mal zurück. Okay. Einfach mal geradeaus drücken. So, okay, heben wir irgendwann ab hier. Ups, 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 ups. Ah, ich sehe die richtige Richtung hier. Ups, okay, na dann, ups, 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 okay. Immer schön unten bleiben. So, das geht doch gleich viel schneller, Leute. So, schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden hier. Ja. Wenn wir in der Nähe von dem sind, können wir auch irgendwann landen und mal Fahrzeuge suchen wieder. Scheiße, ich habe keinen Fallschirm, also sollte ich wirklich landen versuchen da. Na komm, du schaffst das darüber. Ich kann nicht so gescheit lenken. So, okay. Oh, 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 oh. Fuck. Ah, wir sind eh schon in der Nähe. Das heißt, jetzt können wir langsam landen. Versuchen. Versuchen, versuchen, versuchen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, also wir hatten sowieso nur einen Raketenwerfer, also egal, passt schon. So, dann suchen wir hier nach Autos. Wie schaut's mit dir aus? Kommst mir zwar bekannt vor, aber kann das sein? Du bist ein Vincent. Hatten wir zwar noch nicht, aber brauchen wir auch nicht. So sehen wir uns hier ein bisschen um und fahren so ein bisschen in die Richtung, wo wir hin müssen. Upsala. Ups. Was hilft noch alles, was Auto herrscht? Komm schon, ein Auto schaffen wir. Das, nee, das hatten wir auch schon. Das auch, das auch. Also Taxi brauchen wir ja nicht. Das hatten wir schon. So. Aber wenn wir schon hier sind, können wir uns auch gleich eine kugelsichere kaufen. Da muss ich nicht an den Umweg hier fahren. Immer so Erledigungen nebenbei. Ist gut, 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 gut. So, Schutzweste. Alles cool. Ja, ja. Und eine AK-47 können wir uns auch kaufen. Genug Geld haben wir, ja. Ja. Und noch eine. So, alles cool. Passt, das hatten wir schon fix. Ich würde auch gerne einfach nur dieses Motorrad suchen, damit ich jetzt weiß endlich, ob das zu der Liste gehört oder nicht. Das würde mich echt interessieren. Upsala. Na, das hatten wir auch schon.
Dieses Motorrad meinte ich nicht, sondern das andere. Nee. Dabei noch nichts. Hier hatten wir schon Buffalo, hatten wir auch schon. Noch ein Buffalo, noch ein Taxi, noch ein Bla. Ja, können wir den Fahrer stellen, ist mir doch egal. So, noch ein Buffalo. Den Cadillac, na, oder? Na, wir brauchen sicher irgendwas anderes. Das hatten wir auch schon. Na komm, ich suche eigentlich nur das Motorrad. Warum fahren hier keine Motorräder rum? Ich weiß nicht, ob in diesem Stadtteil über Motorräder rumfahren, ne? Na. Doch, da ist gerade eins gefahren, also... Das hatten wir doch auch schon. Oh man, ja, ich weiß nicht, gerade so spannend für euch, aber... Da fahren wir jetzt schon ein bisschen raus ins Land. Und da finden wir bestimmt so ein Motorrad, was ich suche. So, Mann. So, ganz bestimmt jeden Moment müsste sowas kommen. Ja, ist mir dann egal. So. Na komm, 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 komm. Motorrad. Du darfst kommen. Upsala. Na, noch nicht. Das hatten wir alle schon. Na komm schon. Wir fahren doch nicht ins Land raus, wir fahren schon wieder. Na doch, da sind überall Bäume. Na komm. Was ist los mit euch? Hat auf einmal niemand mehr ein Motorrad oder was? Sonst sind die auch getroffen, weil sie da die ganze Zeit rumgefahren. Wenn wir nichts finden, verabschiede ich mich natürlich schon hier und fahre nicht extra wieder zurück, Leute. Also, da keine Angst. Ah, da kommt ein Traktor. Da kommt ein Hippie-Bus. Das habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht dieser Camper ist. Alter! Jetzt übertreib hier nicht. Jetzt lass mich da rein, du Neandertaler. Und? Ja, diesen Camper! Passt, das reicht mir natürlich auch. Ja, ich kann dieses Fahrzeug bei den Docks abgeben, okay. Das passt natürlich auch für derweil, Leute. So. Passt, dann fahren wir da wieder zurück. Kurz. Das wird schon ein Wunder, dass mein Gedächtnis sich das gemerkt hat. Also nicht, dass mein Camper braucht, sondern dass ein Camper dieses Ding da ist. Ja. Egal. So, wir fahren hier auf der Autobahn, also das dürfte nicht so lange dauern hier. So, jetzt fahren wir da mal runter. Ja, da können wir eigentlich durchfahren bis zum Bahnhof, dann reparieren wir die Karre und dann liefern wir es ab. Also, immer schön chillen, Leute. Ahaha, ja, na gut. Puh, die heißen Tage kommen wieder, jetzt spüre ich es erst hier um Dingsbums in der Früh. Wie spät ist jetzt eigentlich? Kann man das hier schauen? Ah ja, kurz vor 3. Cool. So, aber ich bin natürlich noch immer voll motiviert, sonst würde ich nicht aufnehmen. So, hier können wir so eine Kurve machen. Und da sind wir auch schon. Da können wir jetzt die Karre reparieren und da müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, wie wir fahren. So. Ui, schön Hippie-Style hier. Warum ist jedes Auto dreckig, Mann? Es gibt so wenig Waschanlagen hier in GTA. Das ist ein... Na, das ist wirklich kein Wunder, dass alle Autos da so dreckig sind.
So, wir fahren da. Hier und da direkt runter. Weil die fährt wirklich langsam. Ein Golf, wäre das in Real Life? Ein Golf, ein VW was? Kein Golf, ein VW. VW TE3 oder so, T4, T3. Glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett hier. Könnt ihr ja mal googeln. So. So, dich haben wir. Den hole ich mir jetzt so. Und zack. Ah, shit, immer schon aufpassen, dass es nicht da irgendwo gegen so eine Wand kracht hier. Und lassen wir es ab. Und zack. Das ist das Fahrzeug erfolgreich zum Export abgeliefert. Okay. Alles klar, Leute. 26.000 für so einen alten... Ja, okay. Da würde ich auch nicht mehr bezahlen. Aber... Eigentlich würde ich gar nicht bezahlen, aber okay. Zwei neue Fahrzeuge. Okay. Ja, wenn ich wüsste, wie das Importiert-Chest da geht, vielleicht werde ich mich dann noch schlau machen, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall war es das für die Episode. Die hat jetzt wahrscheinlich eh schon wieder ziemlich lang gedauert, sagt mir mein Zeitgefühl. Deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr mir die Bewertung da lassen, finde ich echt nett. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und bis dann, Leute, ciao.